Das ist Pia Schumacher. Die Chemielaborantin wurde immer dicker und dicker. Die Lebensqualität der heute 26-Jährigen nahm immer mehr ab. Dann wurde sie Patientin in der Chirurgie des Kreiskrankenhauses Dormagen. Ja, damals habe ich halt 160 Kilo gewogen und es ging halt auch nicht mehr. Treppensteigen, das war halt alles, das Leben war nicht mehr möglich. Ja, dann habe ich durch den Bypass 85 Kilo abgenommen und hatte jetzt vor 6 Wochen die Bauchdeckenstraffung, wo mir 2,5 Kilo Haut entfernt wurden. Und seitdem, mir geht's super. Es ist einfach unbeschreiblich, es ist ein komplett anderes Leben. In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie werden jährlich rund 2500 Operationen durchgeführt. Die Bypass-Operation des Magens ist nur eine von zahlreichen Eingriffsszenarien an den Organen des Bauch- und Brustraumes. Adipositaschirurgie senkt das Übergewicht drastisch. Und dieser Erfolg kann auf Dauer gehalten werden, ganz im Gegensatz zu den konservativen Methoden. Und das Besondere daran ist, dass wir auch die Zuckererkrankung oder auch den Bluthochdruck drastisch verbessern können, ja sogar heilen können. Nach der Operation und der Genesungsphase fühlen sich die Patienten mit Adipositas-Diagnose viel besser. Sie haben deutlich an Lebensqualität wieder gewonnen. Die Patienten kommen sehr gerne in unser Haus. Sie fühlen sich hier wohl. Dann habe ich ein exzellentes Team von laparoskopischen Operateuren. Und, das ist heute ganz wichtig, wir haben eben das technische Equipment, um solche Operationen auch durchführen zu können.